Okay, wir gucken gerade noch mal ganz kurz die einzelnen Szenen durch. Ist es vom Sound her, ist das laut genug? Ich mach's nur mal ein bisschen lauter. Du hast gesagt, dass du kommen würdest, Derry. So, hier haben wir jetzt schon mal eine Brooklyn, die übrigens nicht mehr so aussieht wie Brooklyn am Ende von Camp Cretaceous. Das ist mir eben aufgefallen, was auch Sinn macht, weil Camp Cretaceous endet ja da, wo Jurassic World Fallen Kingdom auch endet. Das heißt, die Dinosaurier brechen aus im Lockwood-Anwesen und laufen dann eben frei auf der Welt herum. Und am Ende von Jurassic World Camp Cretaceous sieht dann Darius so einen Brachiosaurus und dann ist die Serie vorbei. Kurz vorher sehen wir auch noch mal ganz kurz Brooklyn, die ja erklärt, dass sie etwas im Lockwood-Anwesen wahrgenommen hat. Das ist so eine Umweltaktivistin oder irgendwie sowas. Und die hat eben festgestellt, da stimmt irgendwas nicht. Die jetzt hier sieht ein bisschen anders aus schon. Und scheinbar ist die jetzt hier in den Big Rock Mountains. Wenn wir uns mal die Karte anschauen würden von Jurassic World generell, dann sehen wir, dass das Lockwood-Anwesen ganz in der Nähe ist von den Big Rock Mountains. Das hier könnte also ein paar Tage später einfach spielen. Und sie sagt jetzt eben gerade, Darius hätte eigentlich mit dabei sein sollen. Das heißt, sie hat wirklich Darius um Hilfe gerufen. Warum auch immer Darius, nicht Kenji. Und der ist aber scheinbar nicht gekommen. Hat sie pink-grüne Haare, ja? Sieht ein bisschen so aus, so pink-türkis. Wird also dann doch schon, ja, vielleicht auch ein paar Wochen später spielen. Ich weiß halt nicht, wie krass die Zeitdifferenz ist vom Ende von Jurassic World Fallen Kingdom zu Battle at Big Rock. Es könnten auch ein paar Wochen sein, weil in Battle at Big Rock, da erfährst du ja auch in so einer Radiosendung, dass dann da durchgegeben wird, dass sich bitte alle Leute in ihre Häuser begeben sollen, weil jetzt sehr viele Dinosaurier gesichtet wurden. Da wird das ja schon ein bisschen eher aufbereitet. Das heißt, die Sachen sind schon bekannt mit den Dinosauriern. Trailer ist besser. Definitiv. Und auf jeden Fall hat sie wohl Darius gerufen, wegen irgendetwas, was sie herausgefunden hat. Wir wissen, dass es in der Serie wohl darum geht, dass die Atrociraptoren irgendwie geschaffen werden. Zumindest sollen die eine sehr, sehr starke Rolle spielen. Und Darius kam aber anscheinend nicht. Warum auch immer. Vielleicht, weil er ein Trauma hat, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt sehen wir hier den Allosaurus, den wir auch in Battle at Big Rock gesehen haben. Tatsächlich. Da bin ich mir eigentlich sicher zu 100%, weil es schon gesagt wurde, dass das Spielzeug vom Allosaurus, das veröffentlicht wurde, ist der aus Battle at Big Rock. Das heißt, das wird schon der sein. Ben sieht ein bisschen aus wie Dolph Lundgren. Ja, das ist der Steroide-Ben hier. So, und wenn sie jetzt hier wirklich gestorben wäre, dann müssten wir ja irgendwie Andeutungen bekommen, dass sie wirklich gefressen worden wäre. Das wäre ein bisschen zu krass für so eine Kinderserie, finde ich. Für mich sah es so aus, als wenn der Allo auch ein großer Kandidat werden wird. Für was? Als Gegenspieler meinst du jetzt, oder was? Schuld, mein Wenn ich Freund. da gewesen wäre. Nein, deswegen bin ich hier. Ich habe so einiges auf Dark Jurassic gelesen. Jetzt wissen wir aber auch, warum Ben Darius wirklich aufsucht, weil er ihm eben mitteilen will, ey, Brooklyn ist gestorben. Er ist mein Anführungszeichen gestorben. Und dieses Dark Jurassic übrigens, da gibt es schon eine von Universal reservierte URL. Dieses Dark Jurassic Ding, das wird sowas werden wie der Dino Tracker bei Jurassic World Dominion, nur eben jetzt für diese Serie. Da wird einiges an Informationen auf uns zukommen, in diesem ganzen Teil hier. Brooklyns Tod war kein Unfall. Der Angriff war gezielt. Und hier sehen wir jetzt scheinbar, dass Ben mitbekommen hat, dass diese Angriffe wohl irgendwie gezielt sind. Ja, und er hat hier so diese ganzen Punkte markiert, wo diese Angriffe eben vorgefallen sind. Und anhand dieses Musters, wo ich jetzt keins erkenne, meint er aber halt, okay, doch, die Angriffe, die waren gezielt gewesen. Naja, kann ja sein. Doch wieso? Beziehungsweise ist ja so. Wir wissen ja, was im Endeffekt dahinter steckt. Oh, wer würde denn so etwas tun? Ich weiß es nicht mit Sayona Santos ist, glaube ich, sogar auch schon für die Serie bestätigt worden. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber da gab es ja auch lange ein Gerücht, dass sie die Hauptrolle als Antagonistin spielen soll.
Das ist hier die blonde Frau aus Jurassic World Dominion. Und die soll, glaube ich, inzwischen bestätigt sein für die Serie als Antagonistin. Was auch wieder Sinn macht wegen Atrociraptoren und ne, dem ganzen Trubel eben. Noch fast einen Monat, ich bin so gespannt. Die kommt am 24. raus, glaube ich. Ne? 24. Mai. Ist schon bald. Sicherheit. Doch wer auch immer Brooklyn getötet hat, ist jetzt auch hinter uns her. Wir müssen alle warnen. Sammy, Kenji. Das ist eine krass erwachsene Geschichte. Vom reinen Aufbau her gerade. Und ich finde auch, die Designs von den erwachsenen Figuren gefallen mir sehr gut. Gut, von Ben haben wir ja schon drüber gelacht, wegen Steroide Ben. Ist aber auch irgendwie cool, dass er so jemand geworden ist, weil er hat sich ja, glaube ich, am meisten entwickelt von allen Figuren. Hinter uns her. Wir müssen alle warnen. Sammy hat sich auch verändert, so wo ich sage, man wird sie wiedererkennen. Trotz allem ist sie erwachsener geworden. Es hat so ein bisschen Digimon Staffel 2 Vibes. Wer noch Digimon kennt von damals, als man dann in Staffel 2 irgendwann die alten Helden wieder gesehen hat von der ersten Staffel. So ähnlich finde ich es jetzt hier auch gerade. Man kennt die alle, haben sich halt irgendwie verändert. Generell sieht Chaos Theory bei weitem besser aus letzte Serie. Als der letzte World-Teil, meinst du? Als Jurassic World Dominion. Von der Story her auf jeden Fall, ja. Ja. Sammy, Kenji, yes. Kenji ist jetzt Bergkletterer geworden. Sammy, Kenji. Da. Und scheinbar aber auch nicht mehr mit Brooklyn zusammen. Sonst würde er davon wissen. Warum weiß er davon eigentlich nichts? Dass sie scheinbar tot ist. Ein bisschen in. Ja, ich meine, es sind noch ein paar Jahre ins Land gezogen, glaube ich. Kenji, yes. Sagt er yes? Me, Kenji, yes. Sagen die nicht im Deutschen auch Jess? So etwas tun. Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Doch wer auch immer Brooklyn. Ich habe die Serie auch auf Deutsch gesehen, die Camp Cretaceous. Sie sagt auf jeden Fall Jess im Dings in der Serie. Getötet hat, ist jetzt auch hinter uns her. Wir müssen alle warnen. Sammy, Kenji, yes. Ja, gut. Wir haben ein Problem. So, er hat jetzt hier, also entweder hat er wirklich ein pinkes Handy oder er hat das Handy von Brooklyn. Das können jetzt ganz krasse Nerds von euch mir wahrscheinlich sagen, ob das Brooklyns Handy aus Camp Cretaceous ist. Ich habe keine Ahnung. Und wer das hier sein könnte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Kenjis Papa immer noch am Start ist. Der ist ja nicht gestorben, der wurde, glaube ich, nur verhaftet. Ja, ich glaube, das ist eine neue Figur. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Auch von der Stimme her habe ich keine Ahnung. Wir sind alle in Gefahr. Und wer immer. So, jetzt sehen wir hier zum Beispiel auch. Jetzt hat er eine Schrotflinte in der Hand. Nee. Aber das könnten jetzt zum Beispiel einfach Jäger sein. Und irgendjemand ist gerade einfach ins Wasser geflüchtet. Dachte kurz Dodgson. Nee, Dodgson hat ja graue Haare. Das ist Henry Wu, der sauer ist, glaube ich auch nicht, weil Henry Wu jetzt hier zu dem Zeitpunkt schon bei Biosyn rumhängen müsste. Ich weiß es echt. Immer das ist, nutzt ihn. Aber die scheinen hier gerade wirklich so irgendwie eine Jagd aufgenommen haben. Hier sehen wir auch an der Seite dieses kaputte. Fällt mir der Name nicht ein. Auf jeder Autobahn. Nicht der Seitenstreifen, sondern quasi dieses Gitter an der Seite. Bin ich denn bescheuert? Ihr wisst, was ich meine, hier nämlich auch. Und wir haben ja im ersten Trailer auch ganz kurz diese Verfolgungsjagd gesehen zwischen Kenji und Leitplanke. Ey, dankeschön. Vielen Dank. Zwischen Kenji und, zwischen Ben und Darius und diesem einen Dino. Und da sind die auch im Auto gefahren. Vielleicht kommt das hier eben kurz danach, dass sie dann quasi durch die Leitplanke durchfahren, ins Wasser runterfallen und dann kommt dann eben diese Szene hier. Nutzt Dinosaurier für die Drecksarbeit. Raptoren? Echt jetzt? Und das finde ich halt sau interessant. Noch eine Sache, die ist viel besser als die bei Jurassic World Dominion. Die Atrociraptoren werden hier nicht durch Laserpointer gesteuert, sondern scheinbar durch eine Hundepfeife. Horn? Echt jetzt? Da haben wir es auch gerade gesehen. Moment. Da. Hat er eben eine Pfeife? Ja, genau, der hat eine Pfeife benutzt. Und das haben wir auch schon mal
auch schon mal besprochen gehabt, dass ich so ankreide, dass die halt in den Filmen, zumindest in Jurassic World Dominion, dass die da einfach Laserpointer benutzen. Weil warum? So, wieso kannst du nicht einfach diese Tiere komplett normal dressieren mit einer Hundepfeife? Das ist ein Vape. Ja. Ja, jetzt weiß ich, was für eine Generation du bist, Baran. Jetzt kann ich es einschätzen ungefähr. Vapes. Das ist kein Vape, das ist eine Hundepfeife. Ja. Und das sind... Ich gehe jetzt mal so weit und sage, das sind nicht mal Tiger und Red. Das sind zweimal dieselben Atrociraptoren. Das sind quasi Tiger und Tiger. Ich habe jetzt kein Bild hier von Tiger und Red, aber das auf jeden Fall. Der hat hier die Streifen. Hat diese Streifen eben nicht gehabt. Ein Panthera ist es auch nicht, nein. Panthera hat ja fast schon wie so Punkte auf sich. Sind die nicht 100%? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass wir hier einfach erfahren, dass es wirklich mehr als nur einen Ghost gegeben hat. Dass Ghost eine Kategorie ist. Es gibt ganz viele von den Ghosts. Es gibt ganz viele von den Tiger. Es gibt ganz viele von den Panthera. Es gibt ganz viele von den Reds. Bla bla bla. Es gibt mehr von jedem von denen. Und das macht auch Sinn, weil die ja im offiziellen Jurassic Wiki verschiedene Eigenschaften haben. Ghost ist zum Beispiel derjenige, der alle anderen unter Kontrolle haben kann. Ich glaube, Red war der Schnelle. Tiger war der Schnelle. Red war der Langsame, dafür der Starke. Quasi der Tank. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Und da hatte ich schon mal ein Video drüber gemacht, so eine Theorie, dass das eben auch nur Kategorien sind. Und ich glaube, das stimmt jetzt hier wirklich. Das hier sind einfach beides Tigers. So, die werden dann vielleicht für die gezielte Jagd benutzt, wegen der Geschwindigkeit. Keine Ahnung. Aber ich finde es sehr, sehr geil. Das sind Statistenraptoren, die draufgehen werden. Safe. Das ist, ja, das, ey, kann auch sein. Aber ich meine, wir haben jetzt ja auch alle Velociraptoren verniedlicht. Das heißt, wir brauchen jetzt neue Raptoren. Demnach haben wir jetzt halt eine Armee von Reds, Ghosts, Pantheras und Reds irgendwo rumrennen. Sie haben uns gefunden. Auch dieses Szenario hier ist sau interessant. Das ist halt so ein richtiges, so ein kleines Kammerspiel. Wir verstecken uns vor den Tieren, wir müssen leise sein. Die suchen uns, die hören auf die Geräusche. Und wie sie auch da rausgeflitzt kommen. Ey, jetzt sind hier einfach Raptoren endlich mal wieder gefährlich. Moment. Brooklyn hat eine Karte mit einer Notiz hinterlassen. Oh Gott. Okay. Habt ihr irgendeine Idee, was Brooklyn hier eingezeichnet haben könnte? Was ist der große Kreis da oben? Die Zettel kann man auf jeden Fall schon mal nicht lesen. Hat sie möglicherweise aber auch einfach die verschiedenen Vorfälle aufgezeichnet, die Ben auch vorhin erwähnt hat? Diese ganzen gezielten Angriffe? Könnte es das sein? Was? Wo die Hantel hätte sein können. Du meinst die Handlung wahrscheinlich, ne? Die hat den Weg zum Essen eingezeichnet. Kriege ich heute noch eine ernsthafte Antwort? Die Angriffe vielleicht. War sie auf der Spur danach? Aber das sieht alles so wirr aus. Ich meine, das hat ja keinen Zusammenhang. Da unten, dann da, dann da. Da ist ja aber auch kein Weg dazu. Die einzige Verbindung haben wir jetzt von hier zu hier. Und das könnte wirklich sein, dass das Lockwood-Anwesen ist und das hier sind die Big Rock Mountains. Und sie hat eine Verbindung geschlossen von Lockwood Manor zu Big Rock. Ich halte mich gerade für sehr schlau. Wahrscheinlich stimmt es aber nicht. Call Dino Nerd. Also sie hat anscheinend erstmal diese ganzen Sachen entdeckt. Da stimmt eben irgendwas nicht und dann hat sie sich eben aufgeschrieben, ruf Darius an.
Ja, hat anscheinend nicht allzu viel gebracht. Darius hat nämlich nicht allzu viel weitergeholfen. Kurze Frage, die hier mit dich zu tun hat. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob sich Jurassic Park Aftermath für die Switch lohnt? Nur wenn die Frage erlaubt ist. Ich finde das Spiel geil. Wir haben Aftermath, haben wir einmal auf YouTube durchgezockt live und einmal auf Twitch. Und ich würde es auch nochmal zocken. Meine einzige Kritik daran ist gewesen, das Spiel kostet, glaube ich, 30 Euro. Da machst du auf jeden Fall nichts falsch, das macht auch wirklich Bock. Nur ich finde dieses ganze Verstecken und Suchen-Ding, ne, die Raptoren suchen dich und du musst dich eben verstecken, das ist so im letzten Drittel wird es ein bisschen zu viel. Da habe ich mir gedacht, jetzt wird es ein bisschen langweilig. Aber ansonsten macht das Spiel unfassbar viel Bock. Von der Atmosphäre her, von dem gesamten Plot her ist das ganz cool gemacht. Ist gerade nämlich für 10 Euro im Angebot, dann kann ich dir einfach wirklich empfehlen, hol's dir. Das ist wie Alien Isolation, genau. Alien Isolation mit den Raptoren, du hast dann auch nochmal Momente, wo der T-Rex auftaucht, wo du dich quasi nicht bewegen darfst und so ein Kram, also die bauen auch die Kombis nochmal mit ein und ein paar andere Dinosaurier. Mir hat's auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und für 10 Euro, ey, wirklich, ohne Scheiß, macht das schon extrem viel Spaß. Ich glaube, es sind offiziell angegeben 6 Stunden Spielzeit. Wenn ich spiele 10. Aber 6 sind, glaube ich, offiziell angegeben. 6 Stunden oder sogar 10 Stunden, ich weiß es nicht mehr. Aber das DLC ist auch da mit drin in dieser Box inzwischen. Das war früher noch alles getrennt. Das kannst du alles bis zum Ende durchzocken. Und das Ende war schon echt cool gewesen. Es gibt so 2 Passagen, die echt schon ein bisschen krasser sind. Deswegen holst du dir auf jeden Fall, du machst nichts falsch. Ja. Wohin? Das Ding ist halt auch geil, ne? Einfach so ein Dino-Duftbaum. Wollte sie? Ja genau, wohin wollte sie, hat er eben gerade gefragt. Das ist eine sehr gute Frage. Auf dieser Seite kann man den Standort einiger Dinosaurier verfolgen. Wie viele Menschen stecken dahinter? Wir brauchen einen Plan! Da haben wir es eben gerade nochmal ganz genau gesehen. Stecken dahinter. Das hier ist der Allosaurus aus Battle at Big Rock. Weil der das blinde Auge hier oben hat. Und das sehen wir auch im Film Battle at Big Rock, dass der eben an dem einen Auge dann noch getroffen wird. Von einem Pfeil war es, glaube ich, ne? Ja, das hier ist der Allosaurus. Also die Gerüchte stimmen. Um mal ganz kurz darauf einzugehen. Der Allosaurus ist wirklich, anscheinend spielt er eine größere Rolle. Und dass Brooklyn der zentrale Punkt ist, warum die Geschichte überhaupt losgeht, hat auch gestimmt. Und ich habe ja schon mal drüber gesprochen gehabt, dass eigentlich im Original, also in der Originalidee, im Originalkonzept, war immer die Rede gewesen von einer Sydney. Und Sydney hätte bei einem Vorfall am Lockwood-Anwesen ihren Arm verlieren sollen. Die Geschichte haben sie vielleicht jetzt wirklich Brooklyn gegeben. Ich habe es nicht geglaubt, weil ich finde es so ein bisschen eine krasse Geschichte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Brooklyn vielleicht wirklich überlebt hat, aber ihren Arm dabei verloren hat. Ich könnte mir das irgendwie vorstellen, keine Ahnung wieso. Aber von dieser Sydney hast du einfach nie wieder etwas gehört. Und ich glaube, das haben die nicht einfach so verworfen, die ganze Idee. Das waren doch Jurassic Park Schienen, wo denn? Stecken dahinter. Wir brauchen einen. Da kann man den Stand. Was, Jurassic Park Schienen? Dort einiger Dinosaurier verfolgen. Wie viele Menschen stecken dahinter? Wir brauchen einen Plan! Wie wär's mit Plan Chaos? Plan Chaos betrifft den Titel Chaos-Theorie. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum die Serie so heißt oder was da der Hintergrundgedanke ist. Ich glaube eben einfach, weil wir jetzt hier erfahren, dass Ian Malcolms Chaos-Theorie jetzt hier einfach wahr wird. Und der Typ hier ist wohl auch eine neue Figur. Das ist Kenji, das ist Darius, der, keine Ahnung. Ist Kenjis Vater? Jetzt mal ohne Scheiß, die werden doch auf jeden Fall in der Serie wieder Kenjis Vater einführen. Der wird wiederkommen und irgendwie seinem Sohn dann helfen wollen, um nochmal alles gut zu machen, was er davor eben alles falsch gemacht hat. Und vielleicht wird er sogar auch so eine Art von Heldentod sterben. Ich habe das Gefühl, dass die Serie ein bisschen konsequenter ist als Camp Cretaceous. Save seinen Vater, ihr schreibt sogar auch. Ja, ich glaube auch.
Oh, das könnte eine krasse Serie werden, ey. Die könnte wirklich heftig werden. Ah, ich hab Bock drauf. Los, los, los! Warte mal, war das hier gerade, aber sieht man nicht, ne? Dan! Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal ganz kurz einen Angriff auf die Krieg. Das hier, war das ein... Das war kein Velociraptor, ne? Man erkennt es halt gar nicht. Aber ich finde, dass die Atrociraptoren, die bewegen sich nicht so wie die Velociraptoren. Und bei dem hier denke ich jetzt gerade direkt so an Blue oder irgendwie sowas. Aber hatte Kennedys Vater so einen Angestellten, der von Raptoren gefressen wurde vielleicht, hat er was damit zu tun? Kann auch sein. Oder Kennedys Vater hat irgendwas mit Sayona Santos zu tun. Und so kommen die damit rein. Aber anscheinend ist das alles, es macht für mich gerade irgendwie Sinn. Ich finde das total cool. Also, dass diese Handlung, die fühlt sich gerade wirklich sehr, sehr organisch zumindest an im gesamten Jurassic-Kosmos. Ja, wir gucken mal weiter. Los, los, los! Hier sehen wir jetzt, wie Sammy neben einem Auto herrennt und von Jess, oder wie sie jetzt heißt, Yes, ins Auto reingezogen werden soll. Oh. Entweder spielen die Farben jetzt hier ein bisschen wirr, wegen den Lichtern auch vom Auto, oder das hier ist wirklich ein Ghost und das ist ein Red. Das hier ist ein Red. Der hat nämlich die Streifen nicht. Hier hat er halt so klein, aber der hat die richtig großen Streifen nicht. Das hier ist Red und das hier ist Ghost. Würde ich einfach mal so behaupten. Es sind nach wie vor, obwohl Jurassic World Dominion der beschissenste Film ist der gesamten Jurassic-Reihe, sind die Atrociraptoren für mich mitunter die geilsten Designs von Raptoren. Das könnte aber Ghost. Nein, Panthera ist es. Aber Panthera hat keine Streifen. Er sieht hier für mich zumindest weiß aus. Deswegen sage ich einfach mal Ghost. Und Ghost hat nämlich auch Streifen. Er haut dem Atrociraptor mit der Faust in die Fresse. Das hier ist Fred. Und wer er ist, habe ich auch keine Ahnung. Das ist der Typ, der vorhin das Telefon am Ohr hatte. Schätze ich einfach mal. Das hier ist auf jeden Fall der Typ, der Brooklyns Handy hatte. Wenn es Brooklyns Handy war, keine Ahnung. Die sind scheinbar auf dem Boot gewesen und irgendwie kamen die Atrociraptoren an Bord. Zumindest fast. Der gibt ihm einfach so ein Bud Spencer-like. Ja, genau, genau. Können wir sehen, wen er da rauszieht? Nee, ne? Irgendeinen Typen einfach. Ja, das ist sehr. Das hier ist jetzt Statist Nummer 1. Postbote wird auf jeden Fall jetzt hier gefressen. Ey, es passiert einfach so unfassbar viel. Das hier ist aber auch kein Mosasaurus, ne? Was ist das denn schon wieder? Ah, ich arbeite da! Die Szene kannten wir schon zum Teil, wo das Auto angegriffen wird. Da ist Ghost. Das hier ist auf jeden Fall ein Ghost. Auch die roten Augen hat er hier schon. Okay, die Atrociraptoren spielen hier auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle. Keine Ahnung, Red oder Panthera oder Tiger, keine Ahnung. Aber das hier ist auf jeden Fall Ghost. Und das hier ist dann eben wirklich auch der Allosaurus aus Battle at Big Rock. Und Drexy nochmal ganz kurz. Können wir sehen, warum schielt Drexy eigentlich hier? Seht ihr das? Drexy macht hier gerade einen richtigen Schielinge. Das sieht schon ein bisschen doof aus. Noch so mit dem... Und dann schielt die auch noch. Könnt ihr Drexy nicht einfach mal wieder cool machen?
Ein einziger Shot nach einer längeren Zeit mal wieder gesehen von Rexy und die Shield einfach und guckt dabei blöd. Das ist Big E.T., ist doch schwarz. Ja, aber ja, lass es von mir aus auch Big E.T. sein. Ich glaub's zwar nicht, kann auch sein, na klar. Aber warum muss dann Big E.T. schielen? Hat Big E.T. zu stark eine vom Spinosaurus auf dem Hinterkopf bekommen? Vielleicht hat sie Magenprobleme. Ach Mann. Es ist einfach nur ein bescheuerter Shot gewesen, oder? Das sieht cool aus wieder. Moment. Da guckt sie auch noch normal. Das ist einfach Big Chili. Das ist nicht Big E.T., das ist Big Chili. Die schielt sich hier gerade wirklich krass ein ab. Das passiert also gerade wirklich? Auch der Satz, das passiert hier also gerade wirklich. Da kann man sich jetzt drauf aufhängen. Aber es ist schon fast so, als würde ich hier, es war glaube ich Sammy gewesen von der Stimme her, Moment. Als würde Sammy irgendwie davon reden, dass schon fast wie so eine Verschwörung jetzt passiert. So Dinosaurier jagen jetzt einfach ganz gezielt Menschen. Ist schon, kann schon ganz gut sein. Das passiert also gerade wirklich? Ja. Ja, es passiert. Und da haben wir ihn doch auch wieder. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hier wieder das blinde Auge. Das eine, das ist wirklich der Allosaurus von Battle at Big Rock. Jurassic World Chaos Theory. Am 24. Mai kommt's raus. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Er macht einfach den Move mit dem Leuchtfeuerstab. Stimmt, ja. Ja, das ist auch so ein klassischer, so ein Callback-Ding, ne? So nach dem Motto, wisst ihr noch damals, Ian Malcolm, Alan Grant, ne? Aber ich fand das bei Jurassic World war das plumper gemacht, weil die ja da wirklich nochmal so ein, Claire war es glaube ich, ne? Wo sie einfach wirklich nochmal so einen Leuchtstab hatte, damit jeder Trottel auch wirklich weiß, ah, Jurassic Park Referenz. Cool. Ich habe eben Bock auf die neue Serie bekommen, wer noch? Ich auf jeden Fall auch. Ich bin jetzt auch komplett drin. Ich hoffe halt, wir bekommen jetzt noch ungefähr 37 verschiedene Clips mit sämtlichen Twists, die man ungefähr in der Serie bekommt. Und dann bin ich doch auch zufrieden. Ich bin ja jetzt so ein bisschen getebeutelt von der ganzen Godzilla-Kong-Thematik. Der wirklich am heftigsten geleakte Film aller Zeiten, glaube ich. Also Godzilla-Kong war schon krass. dieser Film wurde so heftig geleakt. Vielleicht hat Mitch überlebt. Nein. Also ich fand auch Mitch und die andere Figur fand ich irgendwie nicht cool in Staffel 2. Also Staffel 2 fand ich, hatte die lämmsten Antagonisten. Ich fand aber den einen Typ ganz cool, der dann von den Baryonics gefressen wurde. Und da hätte ich auch damals schwören können, dass der irgendwann nochmal auftaucht und dass dann irgendwie rauskommt, okay, er ist doch nicht gefressen worden oder sowas. Tiff, genau. Tiff war sie und Mitch war er. Mitch wurde vom T-Rex gefressen und Tiff von den Baryonics und eben auch hier der gute Typ, der Liebe. Cash war der schlechteste, aber Cash mögen sehr, sehr viele extrem gerne. Ich dachte, Godzilla vs. Kong wäre heftiger mit den Leaks. In meiner Wahrnehmung nicht. In meiner Wahrnehmung auf gar keinen Fall. Und bei Godzilla vs. Kong bist du am Ende noch davon ausgegangen, dass Mechagodzilla auftaucht. Du hast es irgendwie gedacht. Bei Godzilla Kong hast du alles gewusst. Haben die nicht sogar bei Godzilla vs. Kong die Mechagodzilla-Spielzeuge nicht vorher veröffentlicht? War das nicht da auch so gewesen?